Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier in den Höhlen und wir hören sie auch schon. Hier sind die Geldfälscher. Wir müssen mal gucken, wie wir sie kriegen. Ich hätte einfach reinlaufen können und sagen können, hey, gib mir das Mädchen oder was. Oh. Ja, hätte ich. Was willst du denn hier? Und wer bist du? Ich bin im Namen des königlichen Hauptmanns Herr Ratzig Kobilla hier. Ratzig Kobilla, des Königs Hauptmann. Verstehe. Ich bin hier, um dich zu verhaften. Oh, was du nicht sagst. Und doch kommst du allein? Ha! Sehr mutig von dir, Bürschchen. Ihr wollt jetzt aber nicht kämpfen, oder? Was treibst du hier, Grünspan? Bist du neu? Geh raus, dort sagen sie dir, was zu tun ist. Ich bin neu hier, aber man muss mir nicht sagen, was ich tun soll. Ich weiß es schon recht genau. Was zum Teufel redest du da? Hast du eine Nachricht von dem Ungarn, oder was? Mein Name ist Heinrich, und ich bin auf Herrn Ratzig Kobillas Geheiß hier. Verstehe. Und ich bin Herr Jeschek, Baron von Ronau. Aber ich weiß nicht, was du von mir willst. Du bist hier falsch. Das bezweifle ich. Ich bin einer Fälscherbande auf der Spur und du hast hier offenkundig das Sagen, also auf ein Wort, werter Herr Baron. Natürlich, mit Vergnügen. Worum geht es? Nicht hier, Herr. Ich muss dich bitten, mich nach Hatay zu begleiten. Du möchtest mich verhaften? Mein Junge, du bist allein hier. Ich arbeite allein. Ich bin allein bis hier gekommen. Ich brauche auch fürs letzte Stück keine Hilfe. Siehst fähig aus. Einen wie dich könnte ich gebrauchen. Wenn du es gestattest, lehne ich lieber ab. Ein interessantes Angebot. Aber ich lehne ab, wenn du erlaubst. Wer hat mich eigentlich verraten? Tatsächlich niemand. Wie hast du diesen Ort gefunden? Genauso wie du. Was meinst du damit? Ich dachte mir, was wäre der beste Ort für eine Fälscherwerkstatt in der Gegend? Und dann kam ich zum selben Schluss wie du. Große Geister denken gleich. Ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich wie ein Lämmchen zur Schlachtbank mitkomme. Du kannst nirgendwo hin. Und wo genau willst du hin? Irgendwohin. Überall wäre es besser als in Kobillas Kerker. Wirklich? Also nach Mähren kannst du nicht. Der Markgraf ist hinter dir her. Und Böhmen? Die Könige mögen sich ändern, aber die Münzen bleiben, mein Freund. Was meinst du damit? Wer auch immer König wird, kann nicht zulassen, dass jemand Geld fälscht. Denkst du, ich mach das allein? Nein, aber wenn im Land wieder Ruhe einkehrt und die Verschwörung gänzlich aufgeklärt ist, werden sie dich nur allzu gern zum Sündenbock erklären. Fälschern wird keine Gnade zuteilen. Wie auch immer, Kobilla würde mich so oder so am höchsten Baum aufknüpfen. Kann sein. Aber du bist ein schlauer Fuchs und ich bin mir sicher, dass du ihm etwas anzubieten hast. Es liegt an dir. Entweder ergibst du dich und setzt auf einen Handel mit ihm, oder du bist den Rest deines Lebens auf der Flucht. Ein Handel mit Ratzig? Man sagt, er sei ein kluger Mann. Wenn du dich fügst, hast du eine Chance. Also gut. Ich begebe mich geradewegs in die Höhle des Löwen. Gehen wir. Meister Pfeffer brennt sicher viele Fragen auf der Zunge. Oh. Ups, ich glaube, da hätte ich nur nicht sein sollen. Kann ich das Mädchen immer noch retten? Na toll, durch den Trank ist jetzt alles sehr zu hell. Gute Arbeit, Heinrich. Hab Dank, Meister Pfeffer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Hatay reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Ratzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er ja etwas Nützliches. Na gut. Dann sehen wir uns in Ratay. Kann ich noch das Mädchen retten? Oh, was für ein Zufall. Das ist ja ein Zufall. Alter, ich habe einfach so gefunden. Oh. Oh. Okay. Ich kann das Mädchen nicht mehr retten. Warten wir kurz mal ein bisschen.
Ja, also wie ich das sehe, was wollte ich sagen? Ich hab schon wieder vergessen. In der kleinen Pause. ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ah, ich kann erst aber noch retten. Ja gut, dann machen wir es. Was haben wir denn hier? Du siehst sehr auffällig aus. Grieben, was auch immer das ist. Ach, das war's auch schon. So, hier muss irgendwo das Lager sein, aber da ich das ja schon mal entdeckt habe, weiß ich, dass es hier irgendwo war, ne? Genau links. Ja. Hier ist ein Lager und vielleicht werde ich in der Nacht einbrechen. Ich glaube, tagsüber komme ich nicht ans Lagerfeuer ran, oder? Die schlafen alle noch. Bevor sie Wer frühstücken. ist da? Hey, wer ist da? Was ist das? Ich bin nicht hier. Nein, so. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier! Ah, Haltung! Vorzüglich! Soll das etwa alles sein? Verdammt, da hat mich der Penner gesehen. Hoch, guck mal, was ist das denn? Oh, ich dachte, da wäre ein Loch. Wo sind alle? Scheiße. Hilfe. Hast weiche Knie bekommen, was? Au! Das gibt's doch nicht! Ich schlachte dich ab! Ich mach's wie bei Ark. Das geschieht dir recht, mein Freund. So, Schlüssel zur Hütte. Oh, cool. Ich will sie immer noch vergiften. Mann, warum hat er mich gesehen? Das gibt's doch nicht. Ich bin voll der Camouflage-Typ, Mann. Ich hätte nachts kommen sollen. Ah. Bitter. Echt bitter. Ich hoffe, die schlafen alle noch. Bitte, bitte schlaft noch. Okay, er legt sich gerade wieder hin. Alles wird gut. Den Topf geben. Und zwar machen wir den richtig giftigen Trank da rein. Haben wir das jetzt gemacht? Ja, haben wir. Okay, der ist echt. Der ist doch scheiße. Oh nein, oh Gott. Ich kann dagegen wirken. Beruhigt den Magen im Falle einer Lebensmittelvergiftung. Verdammt, ich hab Gegengift, ich hab Gegengift. Ich hab Gegengift. Extra für diesen Fall habe ich doch Gegengift. Hab ich doch. Nein, wieso habe ich es gegessen? Ferdi? Gift? Ich habe kein Gegengift. Was habe ich mit dem Gegengift? Ah, da, Gegenmittel. Ja, ist im Inventar, bitte. Oh. Warten wir mal ein paar Stunden. Heilige Scheiße. Oh, das Zeug ist immer richtig effektiv. Alter Schwede. Oh. Nie wieder, okay. Wir wissen aber, dass es funktioniert hat. So. Kann ich mir ein Haus kaufen? Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich mir immer den Kopf über die Sachen zerbreche, die wir machen. Wir müssen doch tot Warum sein. das halbe Land hinter uns her ist und so. Weißt du, wie viele Leute hier leben? Unzählige. Und der Krieg wird sie schnell lehren zu vergessen. Du glaubst, es wird Krieg geben? Ohne Zweifel. Okay, wir warten noch ein bisschen. Die müssen doch umkippen. Ich habe die vergiftet. So, wir haben es jetzt mitten in der Nacht.
Ich ziehe mir jetzt nochmal den Trank des Nachtfalken rein. Ah, guckt mal, wie hell das ist. Schön. Dafür kann ich so viel machen, wie ich möchte. Echt jetzt? Ich hatte ja was von der Suppe gegessen. Hallo. So. Schlüssel zur Hütte. Ach komm, mindestens einer muss doch gestorben sein, oder? Wieso seid ihr nicht tot? Okay. Anscheinend sind doch schon ein paar verreckt, aber... Wo sind sie? Ach, die sind wahrscheinlich schon despawned. Oh, ich verstehe. Die Gegner despawnen nach einer Weile und das ist hier auch passiert. Guckt euch das an, wie schön das ist nachts. Ich liebe diesen Trank. Okay, es hat also funktioniert. Ein paar sind drin verrenkt, aber ich konnte sie halt... Weißt du Bescheid? Hallo? Ich tue alles. Nur bitte, bring mich von hier weg. Die tun dir nichts mehr. Wie hast du mich gefunden? Florian hat mir gesagt, wo du bist. Ich bin so eine dumme Gans. Ich dachte, er wäre nur ein Gag. Dabei ist er ein Schuft, der mit Dieben unter einer Decke steckt. Er wusste die ganze Zeit, wo ich war. Also, ich hätte sofort versucht, dich zu retten. Du hast recht. An seiner Stelle hätte mich niemand davon abhalten können, dich zu retten. Genau. Was für ein Hasenfuß. Wir sollten aufbrechen. Du gehst alleine. Ich habe noch etwas zu erledigen. Geh allein nach Hause. Hoffentlich lauert mir niemand auf. Ich möchte nicht noch einmal entführt werden. Du hast nichts zu befürchten. Nochmals vielen Dank für die Rettung. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Komm ins Badehaus, wenn du in Sasau bist. Hau rein. Mach ich. Okay. Also es hat funktioniert. Ich hätte es halt gerne mit angesehen. Das nächste Mal warten wir. So, guckt euch das an. Mitten in der Nacht laufe ich rum und ich sehe einfach alles. Ich finde das verdammt auffällig. Was soll der Scheiß? Na gut, was sagt mir meine Quest jetzt? Jungfer Nöten, berichte Florian. Na gut, berichten wir Florian, dass sie wieder da ist. Was? Überfall auf dem Weg? Wer will Stress? Das geht ganz schnell. Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo. Voll auf deinen Hals, Mann! Ja, hör auf zu schlagen. Der fuck, der ging durch ihn durch. Ich schlachte dich ab. Oh. Oh. Der lebt noch. Ach, aufgeben willst du, ja? Tut mir leid. Gibt's nicht. Tschüss. So, Ringblumenaufguss nehme ich. Halt das Geld. Nicht das Geld vergessen, Zero. Das muss von dort gekommen sein. Wo steckt dieser Bastard? Da, verdammt. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Das hat gesessen.
Eschenjagdbogen. Pfeile, 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 Pfeile. Groschen. So, hier war aber noch einer, ne? Egal. Was ich hier gesehen habe, ist ein Lagerfeuer, Freunde. Gehen wir da doch mal hin. Ist es nicht das, was wir schon kennen am Berg? Ernsthaft? Ja, das ist es. Schön. Na gut. Was? Schon wieder? Schlacht beobachten? Ich werde einfach alles töten! Meine Gebete wurden... What the fuck? Hilfe! Leute, seid ihr die Guten? Nein. Das sind alles Banditen! Das sind nicht nur normale Leute. Oh, das war ein Headshot! Nein! Oh Gott! Oh! Oh! Komm her, du Weichei! Oh nein! Nein, nicht sterben! Zero, alles nur nicht sterben! Das nennt er! Du bist tot! Nein, bin ich nicht! Siehst du doch! Okay, ich bin mitten im Kampf, ne? Ich kann nicht mehr Tränke nehmen! Jetzt nicht passiert, oder? So, Freunde, bevor wir jetzt da weitermachen, wo ich gestorben bin, muss ich hier einmal kurz zwischengrätschen, denn gerade eben, just in dieser Sekunde, ist das DLC From the Ashes erschienen und somit muss ich auch kurz was vorlesen, denn wir haben hier eine kleine Info bekommen. Und zwar steht hier, nachdem du mit deinen Waffenbrüdern die Banditen aus Pribislawitz vertrieben hast, droht das Dorf erneut dem Wald und der Vergessenheit anheimzufallen. Ein Jammer, schließlich war Pribislawitz vor der Plünderung durch einen aufbegehrenden Adeligen zweifelsohne ein emsiges, aufblühendes Dorf. Wenn man nach der Größe der zerstörten Kirche geht, die als einziges Überbleibsel vom einstigen Wohlstand des Dorfes kündet. Du hast dich schon immer gefragt, warum die Bewohner nie nach Pribislawitz zurückgekehrt sind, und so bist du positiv überrascht, als du von Herrn Divish Plänen für sein ehemaliges Dorf erfährst. Du weißt zwar nicht, was genau er vorhat, möchtest ihm aber dennoch gerne helfen zur Hand gehen. Gewiss erfährst du in Tallenberg, was zu tun ist. Ja, das ist das DLC. Wir sehen uns gleich natürlich an der Stelle wieder, wo ich gestorben bin. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Wir sind wieder hier am Dorf angelangt und ich möchte es nochmal versuchen mit dem Vergiften. Deswegen warte ich jetzt bis zur Nacht und ich hoffe, ich werde dieses Mal nicht erwischt. Dann warten wir bis zum Morgen oder müssten wir eigentlich zugucken, wie die langsam krepieren. Ich frage mich, ob das Gift überhaupt zu lange hält. So, natürlich benutzen wir einmal unseren, fast hätte ich das hier benutzt. Trank der Nachtigall. Zack. Wunderschön hell. Okay. Jetzt müssen wir uns noch da hochschleichen. Das werden wir wohl hinkriegen. Ich hätte gerne, so eine Art Watz-Modus für Kingdom Come. Weißt du, dann kannst du gucken, ob hier irgendwas ist. Aber wir dürften sie jetzt eher sehen als sie uns. Weil es ist mitten in der Nacht, gut, wenn ich nahe des Feuers bin. Ne? Werde ich natürlich gesehen, aber naja. Also den Rest habe ich natürlich so gemacht, wie wir es beim letzten Mal hatten. Diesmal vergifte ich mich auch nicht selber. So. Keine Ahnung, soll ich die mal aufwecken? Weil von alleine essen die, glaube ich, nicht. Headshot, Alter! Ah, er ist nicht gestorben!
Habt ihr es gesehen? Er hat voll den Headshot bekommen. Oder auch nicht. Naja. Der Schuss muss von dort gekommen sein. Also wo steckt dieser Bastard? Ihr sollt was essen. Ich werde dich finden, du elender Hund. Na los, setzt euch ans Feuer, esst ein bisschen was. Dann wird alles wieder gut. Ich glaube, die haben sich aber wieder schlafen gelegt. Okay, wir holen uns erstmal den Bogenschützen so. Weil der streift hier umher und hat mich das letzte Mal auch geärgert. Das kann ich nicht akzeptieren. Hallo. Komm mal mit, die sollen dich nicht sehen. So, das ist doch ein wunderschöner Ort für dich, oder? Kleiner. So, erstmal ein Schlüssel. Ich könnte jetzt einfach reingehen und sie schnappen. Will ich aber nicht. Ich will warten, bis sie alle beim Essen verrecken. Sitzt auch keiner dran, ne? Okay. Verstecken wir uns mal. Ich meine, rein theoretisch bin ich ein Chamäleon. Die dürften mich ja nicht sehen, ne? Aber ich gehe vorsichtshalber noch ein paar Schritte. Am besten hier hinter. So. Hier warten wir jetzt bis zum Morgen. Offensichtlich hast du etwas Wichtiges bei einer Leiche zurückgelassen. Gegenstände, die bei der Leiche gefunden wurden, werden nun sicher in einer Truhe der Rataya-Fahrerhauses aufbewahrt. Du kannst die Sachen dort holen. Was habe ich denn vergessen? Am Rataya-Fahrerhaus. Ja, die ganzen Sachen von den Leichen, okay. Das meine ich, die Leichen, die spawnen halt, ne? Lebt jetzt hier noch irgendjemand oder sind sie alle tot? Ich finde das schade. Ich hätte gern die Leichen gesehen. Ach, du willst dich prügeln mit den Händen, ja? Okay, komm. Au! Faustkampf kann ich. So, immer schön in die Ecke. Ist zwar ein bisschen cheaten, aber egal. Ich find's lustig, dass er seine Waffe gar nicht auspackt. Aber er ist auch ohne Waffe rumgelaufen, ne? Oh Gott, ich höre Stimmen. Leck mich doch. Um Gottes Willen. Als ob. Wieso habe ich eine Frau gehört? Ich habe bisher keine weibliche Banditin gesehen. Ja, die anderen müssen echt beim Essen verreckt sein. Och Mann, ich will das sehen, wie die essen. Weil es geht nur tagsüber. Schade. Die tun dir nichts mehr. Wie heißt denn? Florian hat... Ich bin... Du hast recht. Ich hab. Du hast. So, und somit wären wir an der Stelle angekommen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja. Und wir müssen jetzt nach Rattay. Zum Pfarrerhaus. Was ist das denn?
Fundsachen. Ich glaube, das ist neu seit dem DLC, ne? Gucken wir mal, was da drin ist. So, hier soll das verlorene Zeug also aufbewahrt werden, ja? Schlüssel zur Hütte. Ja, okay, gehört doch nicht zum DLC. Das war nur der Scheiß halt. Ne? Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Morgen sehen wir uns From the Ashes an. Da ich weiß, was es ist, können wir es zwischendurch machen. Sollte man zwischendurch machen. Ist eigentlich Pflicht, dass man es zwischendurch macht, wenn man es hat. Bis morgen, haut rein, tschüss.